So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Ich habe schon seit eigentlich gut 5 Stunden vor, endlich wieder aufzunehmen und die ganze Zeit kommt irgendwas dazwischen. Jetzt sitze ich endlich hier und habe gestartet und wahrscheinlich geht es jetzt mir gleich so, dass ich in einer halben Stunde sage, oh, ich bin so müde. Und dann lasse ich es. Und dann haben wir zumindest einen Part mehr. Okay. Folgendes. Kein Truhenpart mehr, weil Counter hat angedeutet, dass später noch ein Upgrade kommt, das auf der Karte selbst, also auf der Levelkarte, ja, die Truhen einzeichnet. Und wenn es natürlich sowas gibt, dann machen wir das jetzt nicht hier mit irgendeiner Karte aus dem Internet, sondern dann warten wir, bis dieses Update kommt. Und sollte dieses Update irgendwie doch nicht kommen, keine Ahnung, dann können wir immer noch die Truhenparts fortsetzen. Aber dadurch gibt es jetzt erstmal keine Truhenparts mehr und wir können direkt in den nächsten Storypart reingehen. Kampf um die Hateno-Festung. Ich nehme an, wir werden jetzt Pura retten. Was anderes kann ich mir da gar nicht vorstellen. Man sieht leider beim ersten Mal nicht, wie viele Crocs es gibt. Das sieht man erst nachdem die Mission durch ist. Das finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Aber gut, müssen wir durch. Denke, dass es Crocs geben wird, ist klar. Mipha und ihren Gefährten gelang es, die Akala-Festung zurückzuerobern, wo sie auf Robelo stießen, dem im letzten Moment die Flucht aus dem Institut geglückt war. Das Institut selbst jedoch war in die Hände der Jägerbande gefallen. Yikes. Ah ja, wir erinnern uns. Das war die Szene, wo... Ja, wir erinnern uns. Zusammen mit Robelo hatte auch Pura die Flucht ergriffen, war jedoch bereits weiter in Richtung der Hateno-Festung in Nekluda geeilt. Allerdings wurde auch jene Feste inzwischen von feindlichen Kräften belagert. Okay. Link und seine Gefährten brachen unverzüglich von Akala in Richtung Hateno-Festung auf. Wer jedoch würde sich nun den Wächtern in den Weg stellen, die sich ohne Unterlass aus dem Schloss in die Ebene von Hyrule ergossen? Okay, wir steuern erstmal Vanaboris offenbar. Ergibt das Sinn? Passt Vanaboris da jetzt rein? Naja, theoretisch passt jeder Titan da jetzt rein. Es ist wie ein Albtraum. Diesen Albtraum endlich zu beenden. Obliegt uns beiden. Aber siehst du nicht diese Übermacht? Dass du mir so selbstlos zu Hilfe geeilt bist, hat mir das Leben gerettet. Und jetzt kann ich Naboris steuern. Wir beide können das schaffen. In Ordnung. Gut so. Also dann. Packen wir es an. Nimm meine Hand und halt dich gut fest. Bereit. Ja gut, man kann auch den normalen Weg nehmen. Man kann auch so da reingehen. Okay, mal gucken, ob ich es noch kann. Was müssen wir tun? Erstmal die falsche Taste drücken. Stabil. Oh, man kann dieses Ding kann man auch mit der Bewegungssteuerung steuern. Besiege die Wächter. Okay, also wir kriegen das eingezeichnet. Was wir zerstören müssen. Und dann zerstören wir das, was wir zerstören müssen. Ach so, ah, das war die Geschichte, dass das dann irgendwann leer wird.
Ich gehe mal da so ein bisschen in die Mitte und mache den hier. Das dürfte ordentlich reinhauen. Ja. Jawohl. Haben wir doch schon 7 von 7. Was jetzt? Ah ja. Mehr Wächter. Dann machen wir doch gleich wieder die Nummer hier. Zack. Das ist sehr effektiv. Holy moly. Damit erledige ich alle auf einen Schlag. Das ist cool. Durchaus. Du machst gleich mal einen Abflug hier. Und jetzt? Mehr Wächter. Nee. Natürlich. Ja! Ja, theoretisch gibt es gerade keine. Ah, jetzt besiege viele Gegner. Jo, okay. Das ist eine interessante Zahl, aber es scheint ja auch sehr viele Gegner halt zu geben. Insofern geht das wohl klar. So, zack. Ja, da geht die Zahl auf jeden Fall ordentlich hoch. Da haben wir schon 10.000, alles klar. Mehr Flugwächter. So, weg mit euch. Aber hier ist Schluss, hier ist Schluss, hier ist Schluss mit der Map. Ich muss umdrehen. Da sind noch ein paar Gegner. Da laufen noch ein paar. Hier laufen noch ein paar. Ah, da drüben ist die große Horde. Und hier... Wenn man das mal so betrachtet, ne, ist es schon insane, was für eine Zerstörungskraft so ein Titan hat. Dass wenn Ganon so ein Ding steuern kann, er nicht in der Lage war, einen Link am Boden einfach zu vernichten. Ja, in Breath of the Wild. Also gut, Ganon sowieso nicht, aber so ein Fluch, ne, wenn die den steuern können. Ja. Gut, ne, so wie die jetzt hier dargestellt sind, sind die halt böse OP. Ich meine, kein Link hätte irgendwas gegen den Titan machen können. Das wäre komplett zwecklos gewesen. Alle besiegt. Wo sind jetzt noch mehr Gegner? Oh, ja, moin. Zack. Hier sind noch mal ganz viele. Dann können wir hier auch noch aufräumen. So. Wusch. Jo, was ist denn hier passiert? Aber was für eine riesige Armee, ne? Also...
Schon imposant. So, da sind noch ein paar. Ja, komm. So. And that's it. Naja, gleich. And that's it. Oh, hat nicht gereicht. Aua. Aua. Das war die falsche Taste. Ja, hast du toll gemacht. Jo, wo sind noch Gegner? Hilfe. Ja, überall, aber nicht da, wo ich bin. Ups. So. Das wäre fast nochmal schief gegangen. Aber alles gut. Alles gut. Aber das wäre fast nochmal schief gegangen, weil ich nicht aufgepasst habe. Puh. Neues. Schon eine Menge. Feind ist unermüdlich. Ja. Königin Ubosa, wir kämpfen weiter, bis der Sieg unser sein wird. Das ist eine echte Gerudo-Wahl. Du bist ganz schön hartnäckig. Jawohl. Am besten du triffst auch noch Vana Boris. Nein, natürlich nicht. Oh, alle zusammen. Nice. Vier Titanen vereint. Na, endlich. Das wurde aber auch Zeit. Steuern wir mehr Titanen? Rijo übernahm die Kontrolle über Vana wahrscheinlich eher nur Story. Um die Wächter aufzuhalten, die unaufhörlich aus Schloss Hyrule herbeiströmten. In der Zwischenzeit erreichte Links Truppe die Hateno-Festung und nutzte die von Urbosa geschlagene Bresche, um den Feind anzugreifen, der die Festung umstellt hatte. Okay, nein, jetzt geht es richtig zur Festung. Eine Festung an der Straße, die aus dem Inneren Hyrules nach Nekluda führt. Ihre Bauweise erinnert allerdings eher an einen befestigten Grenzübergang. Ja, ja. Da war es doch in der Hauptstory, also in Breath of the Wild, so, dass dort der große... Ja, der große... Schlussangriff kam. Genau. Oh Gott, diese Karte. Oh, es ist so großflächig. Oh, ich werde nichts finden. Die Hateno-Festung darf nicht fallen. Okay.
Achso, und die Athenofestung. Okay, also ich muss darauf achten, dass die Athenofestung nicht fällt. Gut. Erstmal Krox suchen. Okay, ich darf gar nicht ins Wasser. Ich sehe aber jetzt schon. Ich sehe aber jetzt schon hier einen Gang, den ich mir auf jeden Fall angucken möchte. Hier ist hundertprozentig irgendwas. Eine große Gruppe Wächter nähert sich der Atheno. Okay, wo ist die Atheno-Festung? Was genau ist die? Ist wahrscheinlich das da hinten. Zelda? Du gehst mal hier hin. Ah, da kann man noch gar nicht hin. Achso, das ist zu. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja gut, aber dann weiß ich jetzt auch nicht, wo ich Zelda spontan hinschicken soll. Einfach mal in die Mitte, dann kann ich sie von da aus überall einsetzen. So. Und Mipha geht mal zu dem silbernen Moblin. Dann habe ich die schon mal dort. Hier war schon mal nix. Okay, immerhin eine Truhe. Mittlerweile wissen wir ja auch, die sind... Ah, beides sogar. Krog und Truhe. Sehr schön. Mittlerweile wissen wir ja, auch Truhen werden entsprechend gezählt. Truhen werde ich jetzt aber nicht explizit suchen im Sinne von, ne? Dass ich alles durchkämme. Aber ich meine, dadurch, dass ich eigentlich auch so schon alles durchkämme, wegen den Krogs werde ich vielleicht auch die Truhen mitbekommen. Aber, was wollte ich sagen? Hab's wieder vergessen. Ich hab's wirklich wieder vergessen. Ich wollte sagen... Keine Ahnung. Ach so, ja, bei Truhen können wir ja warten, bis die Karte kommt. Also sollte ich die Truhen nicht sofort alle finden. So, ich nehme an, ich muss halt wirklich erstmal die Hauptmänner unterstützen, die da eingezeichnet sind. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt schon davon reden können, dass es um Zeit geht, ne? Also ob die Hauptmänner jetzt schon fallen können oder ich hier mich in Ruhe umgucken darf. Das weiß ich halt nicht. Denn ich würde mich gerne in Ruhe umgucken dürfen. Aber hier war, also hier war, würde ich sagen, hier war nichts weiter. Ich denke, hier haben wir alles. Aber dann würde ich jetzt nämlich erstmal nach hier unten gehen und den Teil klären. Also, dass ich jetzt hier erstmal geradeaus laufe. Und mich hier so ein bisschen umgucke. Das ist nämlich noch eine relativ übersichtliche Art des Schlachtfelds. Hier kann man noch nicht komplett den Überblick verlieren. Das ist ganz gut. Haha. Eine weitere Truhe haben wir gefunden. So, hier kann man nach hinten, aber da ist nichts, da kann man einfach nach hinten. Ach so, hier ist zu, ich komme hier erst später, ah, das geht wieder, das ist wieder so ein Ding, was erst später aufgeht.
I see. Dann kann ich hier erstmal nichts tun weiter. Gut, damit kann ich leben. Ah, ich glaube, Leute, spiele ich gerade noch auf easy. Scheiße. Scheiße, ich spiele auf easy, ne? Ah. Ja, muss das jetzt die Mission so bleiben? Sorry. Unter der Mission kann man nicht umstellen. Ups, ich hab's... Ah, ja, ich hab für die Truhenfolgen nicht geguckt haben. Ich habe die Schwierigkeit auf easy umgestellt. Damit, es keine Probleme gibt. Also damit es schneller geht. Aber ich habe jetzt... Ah, Mist. Es ist bestimmt noch easy. Schande. Das war natürlich jetzt nicht so gut. Aber gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das keinen so großen Unterschied bei dieser Mission hier macht. Das wäre sonst schon ziemlich ärgerlich. Okay, hier ist nichts weiter. Hier sehe ich auch nichts. Hier ist noch so eine lustige Einkerbung, aber das ist nur dieses Ding hier. Nee, da ist auch nichts. Okay, hier ist soweit. Entschuldigung, oh mein Gott. Dieses scheiß Gegähne, das ist genau, was ich meinte. Hier würde man jetzt rübergehen auf das große Schlachtfeld. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier zum Ende. Noch diesen Weg nach hinten. Dann haben wir nämlich den Teil schon mal abgeschaut. Bis halt auf die Teile, die noch nicht aufgehen. Da ist jetzt gleich wieder, genau, da ist gleich wieder so ein Ding, das geht noch nicht auf. Aber ich kann noch kurz hier am Ende gucken, ob da links und rechts noch irgendwo irgendwas ist. Ah, eine Truhe zum Beispiel. Die nehmen wir doch gerne mit. Also mein Truhen-Game ist in dem Part gerade besser als mein Croc-Game. Aber kann ja sein, dass ich einfach bisher keine weiteren Crocs hätte finden können, weil da einfach keine waren. Ja, okay. Jetzt wird es langsam für die Hauptmänner hier kritisch. Ich schätze, ich sollte mich langsam mit dir in Richtung begeben. Ich könnte auch sofort wechseln eigentlich. Könnte ich zu Zelda wechseln und den einen Hauptmann unterstützen. Ne? Ich gehe ganz kurz noch hier dieses eine Stück hier nach hinten ab. Ich könnte mir vorstellen, dass da was ist. Also das muss eigentlich fast hier... Irgendwas muss hier sein. Croc oder Truhe. Wenn hier gar nichts ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Okay. Aber dass da eine Truhe ist, heißt nicht, dass hier kein Croc sein darf. Ach ja, was ich auch gelesen habe. Wenn man die Waffe Ast bis Level 25 oder Level 30 bringt, dann wird die zu so einem Croc-Indikator. Das heißt, wenn ich die dann mitnehme sozusagen in den Kampf und komme in die Nähe von einem Croc, dann reagiert die scheinbar irgendwie. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Okay, aber hier war sonst nichts weiter. Gut. Oder eher nicht gut, aber naja. Aber ich werde jetzt nicht auch noch anfangen, hier irgendwelche anderen Waffen zu leveln. Das dauert schon beim Master Schwert lang genug. Ich meine, vielleicht geht es bei den anderen Sachen schneller. Das kann durchaus sein. Na, das weiß ich natürlich nicht.
Aber ich glaub's irgendwie jetzt nicht. So, hier müssen wir rein. Ja, der ist jetzt halt echt schwach. Ah, das ist ärgerlich. Das mit Easy ist ärgerlich. Es tut mir leid. Ich habe nicht nachgedacht. So. Okay, das war das. Jetzt können wir mal noch den vorderen Teil hier abhaken. Da haben wir uns so gesehen auch noch nicht umgeguckt. Aber hier ist weit. Ja, ist sehr gut. Ich wechsle ja schon. Wer ist da dort? Ach, Zelda ist hier. Okay, ich sollte mich vielleicht doch ein bisschen schnell mehr beeilen. Ich wechsle mal direkt zu Mifa. Überlasse das mir, Link. Ist der so... Naja, so viel Energie... Der hat doch noch genug Energie eigentlich gehabt. Was stresst mich das Spiel denn so? Nein. Was stresst mich das Spiel denn so? Also bitte. Der hat doch noch genug Energie... Das wollte ich nicht, das war die falsche Taste, aber es ist okay. Ich darf nicht verlieren. Ich gehe nicht Jawoll! Aber wie gesagt, dadurch, dass ich auf Easy spiele, nimmt Mücher den Leuten jetzt natürlich auch so easy auseinander. Das ist ein bisschen echt ärgerlich mit der Schwierigkeit. Aber was soll's. So, das war das. Was ist jetzt los? Okay. Ah, jetzt kann man in diese Festung eindringen. Ich wollte eigentlich noch weiter nach Croxit suchen. Okay, jetzt bin ich hier gelandet. Das ist natürlich auch nicht, wo ich sein will. Jetzt hat zwar ein... Ach nee, Quatsch. Passt schon. Wo ist jetzt mein Link? Ah, Link ist auch hier. Den hat es jetzt einfach dahin geportet. Begib dich zur Hateno-Festung. Ich möchte noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Ah, wir nehmen jetzt erstmal hier ein. Das haben wir nämlich noch gar nicht, sehe ich gerade. Jetzt haben wir eingenommen. So, dann gehe ich jetzt mal vorsichtig hier am Rand entlang.
Da ist nämlich diese Einkerbung hier. Da ist doch hundertprozentig wieder irgendwas. Nicht? Ach, komm schon. Ja, ist halt wirklich nichts, ne? Ja, ist ja blöd jetzt. Aber wieso kämpfen wir hier unten eigentlich? Wieso kämpfen wir hier unten eigentlich so zu Fuß? Wir haben doch gerade gesehen, Robosa kann mit dem Titanen einfach ein komplettes Feld vernichten. Besiege die Wächter. Ist das jetzt wieder was, was schnell gehen muss, oder kann ich mir Zeit lassen? Die Hatine-Festung darf nicht fallen. Ah. Also dann wahrscheinlich muss ich schnell handeln. Aber wann soll man denn dann die Krogs suchen, wenn man hier die ganze Zeit unter Druck ist? Ja, ich kann die ja schon mal hinschicken. Ah, die sind selber hingegangen. Okay, die sind selber hingegangen. Ja, sollte es gleich irgendwo anzeigen, dass es knapp wird? Irgendwie so, die Hyatino-Festung ist kurz davor zu fallen. Dann wechsle ich rüber. Solange dem nicht so ist, gehe ich jetzt erstmal so ein bisschen hier am Rand entlang. In der Hoffnung, dass ich irgendwas mitbekomme oder finde. Hier gehen wir nachher nach hinten. Da ist auch noch so ein Gang. Ich möchte erstmal hier den vorderen Teil weiter... Ich wollte noch nicht hier reingehen. Ich wollte erstmal hier den vorderen Teil weiter ablaufen. Ah, hier ist sozusagen jetzt der... Ja, der steinige Teil. Ach, hier ist... Ja, jetzt sieht man das. Jetzt sieht man das sehr gut, wo wir sind. I see. Oh, hier kann ich auch rein. Hier ist eine schon bereits eroberte Festung sozusagen. Die gehört schon uns. Finde ich hier einen Krog, ist die Frage. Jawohl. Sehr gut. Dann denke ich mal, wird das auch alles sein hier drin. Okay, aber sehr schön. Das hat sich doch schon gelohnt. Dann gehen wir mal hier nach hinten. Und hier nach hinten. Aber es scheint fast so, als ob dieser Weg gleich wieder zu ist und dann geht es noch nicht weiter. So ist es. Das geht nachher alles noch auf, okay. Okay, okay, okay. Ist hier noch irgendwas am Ende des Weges? Nein. Schade, okay. Aber gut, merken wir uns, hier ist auch sozusagen noch ein Tor. Das geht später auf. Da müssen wir da noch hin. Vorzugsweise dann, wenn es heißt, weitere wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet und so weiter und so fort. Dann ist es meistens der Fall, dass das passiert. So. Hier ist auch nichts weiter. Hey.
ich hier einmal rumgehe. Oh, hi. Aber hier ist auch nichts weiter. Ah, oha, die habe ich gar nicht gesehen. Na, wenn ich die übersehen hätte, wäre das jetzt ein bisschen doof gewesen. Tatsächlich. Okay. Da war die Festung von uns. Also nicht Festung, der Vorposten von uns. Hier ist nichts weiter, okay. Und hier komme ich wieder vor. Gut, hier ist auch nichts. Ja, man kann das schon recht gut ablaufen hier. Und scheinbar ist es noch nicht so, dass es jetzt zeitlich pressiert. Also ist es ganz gut, wie das gerade hier läuft. So, dann kann ich hier einmal vorlaufen. Dann haben wir den Teil jetzt nämlich auch. Jetzt können wir hier diese kleinen Einzelgänge durchlaufen. Das fängt einmal hier an. Genau. Das fängt einmal hier an. Und geht so ein bisschen nach oben. Oh, dieses Gegähne, es tut mir echt leid. Das ist genau, was ich meinte. Oh, Mann. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Lol. Ja, aber cool. Eine Kiste mehr. Und hier ist nichts weiter. Okay, cool. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das jetzt auch alles gesehen soweit? Ja. Es wirkt schon so, ne? Als hätten wir das jetzt wirklich alles gesehen. Okay. Dann gehen wir mal vorsichtig hier oben entlang. Bevor wir zu den großen, ne, zum großen Schlachtfeld gehen. Halt andersrum. Hier ist nichts weiter. Hier ist auch nichts weiter. Schade. Okay. Weiter am Rand entlang. Zack. So. Da komme ich jetzt wieder zu so einem Ding, was wahrscheinlich noch zu ist. Das ist jetzt schon das dritte. Ja, auch das ist noch zu. Da hinten habe ich schon eine Truhe gesehen. Da wäre ich jetzt aber sowieso reingelaufen, weil das eben so eine Einbuchtung ist auf der Karte. Aber da habe ich schon eine Truhe gesehen. Und einen Krog. Beides. Nice. Dritter Krog. Und keine Ahnung, wie viel die Truhe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit sind wir hier oben angekommen. Na, dann gehen wir jetzt mal aufs Schlachtfeld, ne? Dann helfen wir mal kurz aus. Hup.
Oh, das sind sogar Flugwächter. Ekelhaft. Aber in Easy mit einem Schlag erledigt. Oha, okay. Na gut. Noch ein Flugwächter hier. Weg ist er. Wo ist er hin? Ach, da. Gut, das war das. Oha, ist neue Story, okay. Oh no, Astor. Auch euer Schicksal findet hier sein Ende. Es ist... Ah, okay. Phantomflüche. Oder was? Oder sind das die richtigen? Wo sind die Titanen, wenn man sie braucht? Oha! Das ist... The Awakening. Yo! Mit dieser Macht. Oha, sick. Ich bin auch krass. Was? Nächster. Los! Los! Wo sind die anderen Flüche? Hä, bin ich doof? Pura! Muss ich jetzt als Zelda weiterspielen? Nee, ne? Jetzt kann ich wieder Link werden. Link! Ja, okay. Aber wo sind die anderen zwei Flüche? Weg sind sie. Das war ja gerade super cool. Das war ja gerade wirklich super cool.
Die Rückeroberung davor... Ah, jetzt muss ich die ganzen Dinger begehen. Okay, jetzt muss ich da sogar hin. Okay, cool. Sehr gut. Aber vorher gehen wir jetzt wirklich erstmal hier rum. Und gucken mal, was es da drin so an Kroxis gibt. Hier gibt es bestimmt einen Krog hier drin. Irgendwas gibt es hier drin auf jeden Fall. Da ist einfach mal Pura, okay. Gut. Na gut, hier ist vielleicht doch kein Krog. Oh, warte mal, da hinten kann man... Kann man so rein? Ja, da ist auch nichts. Ja, schade. So soll es sein. Ja, schade. Nichts. Nichts Brauchbares. Na gut. Okay, Zelda geht mal... Ah gut, Zelda ist schon hier, dann kann Zelda zum Feuerwächter gehen, das ist okay. Mifa geht hier hin. Und Link übernimmt mal die Seite hier jetzt. Ist natürlich, wie gesagt, blöd, dass wir jetzt auf Easy spielen, ne? Aber habe ich ja schon gesagt. Ich werde auf jeden Fall dran denken, das für den nächsten Part wieder umzustellen. Kann es jetzt gerade leider nicht ändern. Okay. Damit haben wir hier eigentlich auch alles so ein bisschen abgeguckt, ne? Oh, und Leune. Aber auch der ist natürlich jetzt auf Easy. Eine andere Geschichte. Ja. Ah, das ist ärgerlich. Jetzt geht die so schnell down. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und machen halt nicht mal ansatzweise so viel Schaden. Aber gut. Ach, was mache ich denn? Okay. So, damit hat sich das auch erledigt, hier der Kollege. So, jetzt kann ich nämlich hier reingehen. Hier ist nämlich nochmal so ein extra kleiner Weg. Da haben wir zumindest schon mal eine Kiste. Das ist schon mal was. Und ein Krog. Nice. Sehr gut. Und dann können wir hier mal eben schnell den Vorposten einnehmen. Ist zwar keiner der Markierten, aber schaden kann es ja auch nicht.
Ah, das ist... Ja. Immerhin ist mir eingefallen, dass ich auf Easy spiele, sonst würde es jetzt so wirken, als hätte ich es bewusst so stehen lassen, aber naja. War auf jeden Fall blöd. Okay. So, dann können wir jetzt hier durchgehen. Welcher? Ah ja. Alles blinkt. Oh, hi. Tschüss. So, hier könnte auch noch was sein. In den einzelnen kleinen Gängen hier waren wir noch nicht. Zumindest noch nicht so aktiv. Aber es ist auch schwierig, jetzt hier was zu finden. So, das ist so unübersichtlich. Hier war ich im Prinzip auch schon. Ah, langsam sehe ich nichts mehr. Vernünftig, Hilfe. Minimale Überforderung. Wollte ich nicht. Chica. So. Also ich bin ziemlich sicher, ich werde hier einen Kock verpassen, weil ich kenne mich langsam nicht mehr aus, wo ich schon war und wo nicht und keine Ahnung. Ich sag's nur. Hier war ich offenbar schon. Ah ja, hier drüben ist die Festung. Die erste, der ich betreten wollte. Was? So, mach dich weg. Das hat nicht ganz gereicht. Dann eben so. So, das war der. Gut. Die drei Säulen müssen noch... Okay. Ich bin ja dabei, ich bin ja dabei. So, einen haben wir noch für Link. Achte auf die Energie von Pura. Die wird mir noch gar nicht angezeigt, aber ist okay. Mache ich glatt, wenn ich sie sehen würde. Okay, hier waren wir schon, hier kann ich eigentlich einfach durchlaufen. Wir haben eigentlich nichts verpasst, hoffe ich mal.
Das haben wir alle schon gesehen. So. Ah, ich war zu langsam. Käse. So, das war Nummer 2. Ja, ich weiß, an 2 Stellen noch. Okay, aber auch hier ist nichts weiter zu tun. Überlasse das mir nicht. Ich gehe nicht nach. Ich muss es tun. Auf geht's, Mifa. Hau rein. Oha. Da ist ja noch einer. Wie Pura befindet sich in einem harten Kampf? Wo denn? So, das war dieses Gerät. Die Frage ist, ist hier ein Krog? Aber ich denke nicht. Ich denke, das ist einfach nur das Kampfgebiet. Na, hier ist nichts weiter versteckt. Okay. Gut, Zelda. Die letzte Nummer. Okay. Interessant. Okay. So. Und tschüss. Jawohl. Gut, das war die Nummer. Jetzt stellt sich die Frage, ist hier vielleicht irgendwas? Spannendes. Und die Antwort ist nö. Ja, okay, cool. Pura rückt Richtung Forschungsinstitut vor. Wo denn? Man weiß es nicht so genau. Hier ist doch überhaupt nicht das Forschungsinstitut. Ah, unterstütze Pura auf dem Weg zum... Holy moly, ihre Energie! Link. Ah, hier muss das Institut sein. Es ergibt Sinn. Und hier ist Pura. Okay, Link, auf zu Pura. Mifa, auf zu Pura. Und wir gehen auch mal ganz fix zu Pura. Jetzt oder nie! Da ist nämlich einfach noch der Fluch. So habe ich mir das vorgestellt.
Hier passieren diverse Dinge. Holy moly. Das war interessant. Okay, der Fluch ist down. Fast. Nicht ganz. Das gibt's doch nicht. Komm schon jetzt. Jawohl, weg mit dir. So, das war die Nummer. Wie jetzt? Die Festung? Oh Gott, Link. Ab in die Festung. Hier beginnt es. Halt! Ich frage mich. Okay. So, Link. Du hilfst hier aus. Und wir verhindern, dass die Festung fällt. Aua. Okay, sehr gut. Aua. Okay. Ah, nice, haben wir Level Up bekommen, weil ich wieder zweimal A aufgeladen habe. Scheinbar ja. So, hier, zack. Und dann dich da hinten noch. Okay, die Festung sollte erstmal wieder safe sein. Oh nein, noch nicht. Jetzt aber. Jetzt sollte die Festung wieder safe sein. Ah, Ganons Windfluch. Okay, alles klar. Ich kümmere mich drum. Bin ja schon dabei. Ach so. Okay. Gut. Gut. Das war der letzte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dadurch, wir haben einen Großteil von dem Gebiet da oben noch nicht so richtig durchgeguckt. Ich glaube, wir haben ein paar Crocs verpasst, aber naja. Was soll's, ne? So, Pura ist bei der Forschungsstation. Im Moment sind alle Missionen erfüllt. Was kommt jetzt? Kämpfen wir nochmal gegen Astor?
Oh, werden jetzt antike Pfeile hergestellt? Oh! Die Wächter sind jetzt gestoppt, okay. Sie sind nicht komplett deaktiviert, greifen. Nähert ihr euch, greifen sie an. Okay, verstehe. Seltsamer Wächter in der Ebene. Das ist ein Wutwächter bestimmt. So, meine ich doch Zornwächter. Wo ist er? Da hinten. Nein, den nicht. Genau der. Ja, der kümmert sich nicht um andere Regeln. Und weg mit dir. Und das war's. Ausgezeichnet. Okay, das war die Mission. Ich kann nicht mehr steuern. Uff. Okay. Ja, Stunde 7. Scheiße. Lang genug der Part. Ich hoffe, wir haben alles. Ich glaube aber, wir haben ein paar Crocs mit Sicherheit verpasst. Also bin ich ziemlich sicher. Bitte verkaufen. Okay. Ciao. Ciao. Ich lasse jetzt den Ast mal. Mich würde trotzdem interessieren, ob die schneller leveln vielleicht. Ich würde das trotzdem gerne mal sehen mit dem Level 25 Ding, ne? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Bin ich ja ganz ehrlich. Gott, wie viel kann ich denn, muss ich denn verkaufen hier? Duo Exalanze klingt auch nicht verkehrt. Ah, ich kann ja schon, ich kann ja schon. Oh, Zelda hat jetzt eine neue Waffe, den Heiligen Bogen. Ich verstehe. Also, sie kann jetzt wahrscheinlich entweder Hoppala. Ich habe hier gerade meine ganzen Speziflaschen umgeworfen. Moment. So. Sie kann jetzt wahrscheinlich dann als entweder, ja, heilige Zelda in Anführungszeichen oder als normale Zelda weiterkämpfen. Okay, interessant. Ach, Mifage halt heim. Bist du auch schon wieder voll? Muss nur aufpassen, dass ich kein EP-Item verkaufen würde. Okay. Drachenfelsenfilet Deluxe. Das ist vielleicht seine Hauptwaffe. Das muss auf jeden Fall besser sein als alles andere. Dann würde ich das in Zukunft leveln. Okay. Okay. Ja, krass. Ah, nochmal Story. Okay. Aber jetzt ist ja ihre Kraft erweckt. Also, früher als im Original. Ihr alle, bitte, hört mir zu. Die Verheerung Ganon ist erwacht.
und stellt uns vor eine größere Prüfung als jemals zuvor. Jedoch, gebt nicht auf und verzweifelt nicht. Wir sind alle Klone, wir sehen alle gleich aus. Hyrule hat seinen Ritter, der die Dunkelheit versiegeln wird. Er hat die Titanen und die Recken. Und es hat euch, tapfere Soldaten. Und nun schließt euch mir alle an. Die Verheerung, ich werde sie mit dieser Macht für alle Zeit versiegeln. Lasst uns nun beginnen. Gleich hier in Hateno. Hyrule und all seine Bewohner müssen gerettet werden. Also nun, was war dein Anliegen? Du bist ja... Der will sich verbünden. Der will sich verbünden. Weil Astor hat sich ja ihn auch praktisch, ja, zum Feind gemacht. Okay. Das war aufregend. Oha, er wird jetzt ein Charakter. Okay, wir steuern Koga. Interessant. Okay, da ist was zum Freischalten. Das sind Rasseln, die hole ich mir direkt mal. Bevor wir... Und da ist das Truhenzeichen. Ist das Truhenzeichen die Karte? Ist das Truhenzeichen... Holy, was zum... Yo. Das hat er gar nicht mehr. Das vergessene Plateau. Oh, nice. Stimmt, das ist ja eigentlich gerade noch gar nicht so aufgetaucht, ne? Krass. Ja, hier möchte ich hin. Stauraum, gut, sehr nice. Ich habe zu wenig Spurtkarotten. Das ändern wir gleich mal. Ja. Gib mir Spurtkarotten. Dankeschön. Item-Inventar plus 2. Und gib mir hier das Truhensymbol. Das muss doch jetzt das Kartending sein. Minikarte Schatztruhen werden angezeigt. Bin ich heilfroh, dass ich den Kommentar gesehen habe und jetzt nur 2 Truhenparts aufgenommen habe. Alle Achtung! Ja, nice. Ja, nice. Okay, perfekt. Damit haben wir dann ganz andere Voraussetzungen und werden im nächsten Part erstmal ganz viele Upgrades hier noch raussuchen, was uns alles fehlt. Und dann werden wir die Truhen natürlich mit der inneren Karte machen. Und ich denke, das geht dann viel schneller. Weil, soweit ich weiß, zeigt es dann auch nur noch die Truhen an, die mir fehlen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass dann überall Truhensymbole sind, sondern nur da, wo sie mir fehlen. Ich kann gezielt hinlaufen und das war's. Also das geht jetzt dann ganz fix. Gut. Dann würde ich aber sagen, schließen wir hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und nächstes Mal gucken wir, was es hier noch alles abzugraden gibt. Ich sehe Häuser, ich sehe Koga-Symbole. Klar, Koga ist als neuer Charakter. Hat dann auch Upgrades.
und so weiter und so fort. Neues Rezept, Erweiterung der Handelsmöglichkeiten. Uiuiuiui. Alles wild hier. Hier wird alles richtig wild. Danke fürs Zuschauen. Der Part ist lang genug. Und tschüss. Ah, bevor ich es vergesse, gleich wieder zurückstellen. Das war der größte Mist, dass ich das gemacht habe. Ich stelle es jetzt auch nicht nochmal um, weil ich vergesse es wieder. Ich stelle es nicht nochmal um. Das mache ich nicht. Lieber spiele ich die alten Missionen dann auch nochmal auf Standard und dann dauern die ein bisschen länger. Ne? Aber Truhen kriegen wir jetzt noch viel schneller. Kriegen wir alles hin. Läuft. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.